Es gibt in diesem Universum einen ganz besonderen Tag. Nämlich vor 13,82 Milliarden Jahren den einzigen Tag ohne gestern. Und genau um den wird es jetzt gehen. Den Urknall. Bevor wir uns auf diese Reise machen können, brauchen wir ein paar Begriffe. Als erstes die Zeit. Wir brauchen eine griffige Vorstellung davon, was Zeit überhaupt bedeutet. Und das ist nicht ganz so einfach, wenn man es zu Ende denkt. Ich erinnere an den heiligen Augustinus, der mal gesagt hat zur Zeit, solange mich niemand danach fragt, ist mir, als wüsste ich's. Doch fragt man mich und soll ich es erklären, dann weiß ich's nicht. Zeit ist ein abstrakter Begriff. Wir erleben Zeit als eine Taktrate, nach der bestimmte Prozesse ablaufen. Und in einem Taktschritt wird aus beliebig vielen Möglichkeiten eine ausgewählt und als Gegenwart genommen und im nächsten Taktschritt schon als Vergangenheit dokumentiert, unwiederbringlich. Das können Sie nicht umkehren, das ist irreversibel. Dieser Vorgang, dieses Voranschreiten, das hat eine bestimmte Richtung in diesem Universum. Es geht immer in Richtung zunehmender Entropie. Ein Begriff aus der Thermodynamik, ein Begriff, ein Maß für die Unordnung. Wir können im Raum vorwärts, links und rechts und rauf und runter gehen, aber in der Zeit nur in eine Richtung. Entropie ist also ein Maß für die Unordnung. Und wenn sie laufend zunimmt, dann ist es einfach, einen zeitlichen Ablauf zu erkennen.